Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Nachdem wir in der letzten Folge echt mal wieder ein bisschen besser waren, muss ich sagen, geht es jetzt auch gerade weiter. Ich muss nur versuchen, darüber zu kommen. Jetzt. So. Und dann kann es wunderbar losgehen. Die 7 Stunden 20 Minuten, die fahren wir heute auf jeden Fall durch, logischerweise. Ich meine, das ist ja jetzt, das ist gar nichts. Und ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, mir ein Glas zu holen und das Fenster zu machen. Verdammt. Aber was soll es? So, Einkommen 2200 von Patricia. Wunderbar, ihr helft mir richtig gut. So. Ich hoffe mal, dass wir echt die Trucks alle behalten von unseren Mitfahrern. Kreditraten in Höhe von 14.000. Hä? Ja, neue Features können hochgeladen werden, ich weiß. Haben wir was abbezahlt oder so? Warum nur 14.000? Wahrscheinlich, weil die erst ab jetzt zählen, habe ich das Gefühl. Könnte zumindest so gut sein. Na gut, was soll es? Können wir ja noch froh dran sein. Ach, ich glaube, ich weiß, wofür ich wäre. Ein kleiner Screenshot. Zack. Screenshot gespeichert. Einfach mal so. Für unser Titelbild, worauf ich jetzt in jedem Video immer wieder eingehen werde. Zumindest ich werde es mit euch, für euch tun. Ihr werdet es jedes Mal mitbekommen. Ja, ja, so schaut's aus. Und da vorne können wir schlafen. Wunderbar. Wie lange hätten wir denn noch? 1,49. Ja, ja, wunderbar. Klasse. Das läuft echt gut. Ich bin echt begeistert. Klasse. So, wir sollten mal vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Wir müssen erstens da rein. Zweitens ist 90 angesagt. So, wo dürfen wir schlafen? Okay, das war mein Fehler. Gebe ich zu. Was soll's. So. Ah, was für ein geiles Wetter wieder. Es regnet, was für ein Wunder. Gut, was soll's. Licht. Scheinwerfer. Lichtscheinwerfer. Scheibenwischer. Und weiter geht's. Richtung. Bin ich jetzt blöd? Ah. Bratislava, so. Übrigens, ich habe mal so nachgelesen, hier diese SCS hießen die, glaube ich. Also die halt dieses Spiel gemacht haben. Und die daran auch daran arbeiten, an den Patches und sowas. Es wird auch noch ein. Es wird auf jeden Fall noch mehr an Karte freigeschaltet als DLC. Ich werde es natürlich sofort holen, wenn ich es kann. Also wie gesagt. Es wird irgendwann wird es ein DLC geben, womit wir dann in weitere Teile von Europa fahren können. Außerdem wird es einen American Truck Simulator geben. Jetzt mal so als Frage, wollt ihr das bei mir sehen? So, jetzt neben dem hier noch, also jeden Tag abwechselnd eine Folge das hier, eine andere Folge das. Das wäre doch auch eine Idee, oder? Wenn ihr das so haben wollt, sagt mir mal Bescheid. Das wäre echt eine super Idee. Finde ich. Wenn es das mal irgendwann gibt. Also noch ist es ja eh nicht so weit, aber irgendwann, wenn es das gibt. Natürlich kann ich jetzt nicht jeden Tag von jedem eine Folge raushauen, von beiden dann. Das wäre ein bisschen viel. Und vor allem nicht so spannend, denke ich mal.
Aber wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, so, dann sagt Bescheid. So. 6 Stunden, dann sind wir da. Wunderbärtchen. So. Oh, Alter, ich sehe hier schon wieder gar nichts, ey. Cool, dass hier drin im Nebel ist, warum auch immer. Oh, ich kann gar nicht überholen. Ja, okay, das war jetzt doof. Egal. Jetzt ist wieder erlaubt, Gas zu geben. So. Wenn wir es dürfen, dann tun wir es natürlich auch. Wow. Mach hier mal keine Faxen, mein kleiner Freund. So. Obwohl ich glaube, dass den einen Screenshot mache ich wieder weg. Und ich wäre eher für den hier. Das könnte auch geil werden. Das wäre doch, das wäre was. Warum auch nicht? Ich finde das Geräusch aber cool, wenn man fotografiert. Das gefällt mir, das feiere ich richtig. Habt ihr euch eigentlich schon bei der Panino Gaming Community angemeldet? Ich schon. Ich zeige euch nachher mal einen Link in der Beschreibung. Wie, du kennst sie nicht? Ach Mensch. Das ist da, wo halt mehrere Leute zusammenstehen können, eigene Server bereitstehen und so weiter und so fort. Glaub mir, das ist echt cool, da bin ich auch. So, 130 km/h, wunderbar. 5 Stunden noch. Das bringt mir eh nichts. Was? Ich konnte nicht mehr weglenken, nein! Es tut mir leid, Freunde. Ich konnte da nicht weglenken. Ich habe ihn zu spät gesehen, ja, und... Aber ich hätte locker weglenken können eigentlich. Scheiße. 38% wieder. Es hört und hört nicht auf. Ach ja, egal. Wir sagen nichts. Wir machen locker und flockig weiter, wie eben auch. So. Jetzt fängt das wieder an. Yeah, cool. Darauf habe ich auch so gewartet. Doof, doof, doof ist das. Bleiben wir kurz in dieser Geschwindigkeit. Dann kann ich nämlich fahren und nebenbei trinken. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Ich habe genau da und da, wo jetzt die Tankanzeige ist, habe ich auf meinem Bildschirm einen kleinen Riss. Oh, Lucy, danke fürs Einkommen. So, und dieser Riss, ich denke mal, meine Anzeige unten ist kaputt, ey. So, habe ich eine Abkürzung genommen. Schön vorsichtig fahren. So, schon bald da. Noch fast 4 Stunden. Oh, wunderbar. Das will man so hören. Wow, da sollten wir vielleicht nicht runterfahren, dann wären wir wieder falsch. So. Und mal tanken. Brauchen wir eigentlich nicht, aber sicher sein ist sicher. Einkommen minus 794 von Lucy mal wieder, warum auch immer. Wie soll das Starbound spielen? Also momentan, das werde ich euch ein anderes Mal erzählen. Also, wir brauchen nicht tanken. Soll's. Der Regen darf gerne wieder aufhören, muss ich ehrlich sagen. Yeah. Das nenne ich Musik. Hier mache ich mal kurz Fernlicht an. Weil hier kommen so komische kurze Kurven. Damit ich die sehe, weißt du? So. War ja gar nicht so schlimm. Na komm, starte wieder. Ach komm jetzt. Geht doch. Werden wir dann wohl noch einmal müssen wir nicht reparieren. Das Geld haben wir echt nicht. Wir müssen jetzt langsam ein bisschen sparsam sein hier. Sorry, aber ey. Scheiße. Das kriegen wir mit 98% Schaden, also ist nicht so schlimm. Sag ich persönlich jetzt mal. Irgendwie waren wir letzte Folge schneller, habe ich das Gefühl. Weiß nicht warum. Komme so vor. So. Kannst du mal aufhören zu regnen, bitte? Mann. Regen ist doof. Bitte? Bitte, bitte, bitte? Du bist gemein. Eine Pause brauchen wir nicht, also einfach weiterfahren. Wow. Wie sind alle die Spiele weg? Unglaublich.
Wow. Und nicht zu schnell fahren jetzt hier. Danke, dass du rüberfährst. Bin dir sehr, sehr dankbar. Nee, warum fahren sie alle langsam? So mit dem LKW hier? Würde mich ankotzen. Muss ich ja persönlich mal anmerken, also mich wird's ankotzen. Bratislava, geradeaus weiter. Werden wir fahren. Laut den beiden Minimaps, die wir haben, also dem GPS-System und laut dem Schild. Wir wollen nicht nach Wien, wir wollen auch nicht nach Brno, wir wollen nach Bratislava. Gebratene Lava. Hier müssen wir rechts ab. Ja, genau, perfekt. So. So, 400 Kilometer, jetzt sollten wir dann wirklich auch mal tanken gehen. Das machen wir dann nach vorne, würde ich sagen. Vorne vielleicht eine Tankstelle. So, eine Runde tanken für 1,39. Zack. Und weiter geht's. Die letzten 60 Kilometer schaffen wir doch noch. Nicht mal mehr 60. So, gleich haben wir 40.000, hoffe ich mal, verdient. Eine halbe Stunde. Vorne können wir nochmal schlafen gehen, was wir nicht brauchen. Eine Motorsiegfunktion, die brauchen wir auch nicht. Also einfach weiterfahren, genau. Und da vorne fahren wir dann auch schon in die Stadt hinein. So will ich es haben, wunderbar.
denke schon mal, dass sie Bescheid wissen. Viel zu früh eigentlich. So. Könnt ihr mir entscheiden, was ihr alle spielen wollt? Mensch. Wow, Alter. Die bremsen doch nicht, die fahren einfach. Boah, Alter. So. Einkommen. 1455 von Patricia. Wunderbar. Es geht voran. Wir kriegen, wir bekommen unser Geld. So. Oh, Mensch. Ich bin froh, wenn wir aus diesem Schuldenberg raus sind. Da vorne, ich sehe auch schon das Ziel. TreeNet, ne, TreeET. So, da müssen wir hin. Und wir sind da, wir haben es geschafft. Zufriedenstellen. Gut, 39.000, auch okay. Zack. So. Frachtmarkt. Von Bratislava, am besten Treaty nach Liege Düsseldorf, haben wir schon, Liege waren wir, Liege waren wir auch schon, 20 waren wir noch nicht, 76.000, in anderthalb Tagen fast fahren, gut, damit fangen wir dann auch an. So, dann wollen wir erstmal unsere Ware abholen, würde ich sagen. So. Und wieder nach Großbritannien. Nee, Quatsch, Vereinigten. Doch, Großbritannien. So. Fahren wir erstmal in die Stadt Bratislava, um uns mal eben unsere Ware abzuholen. Wenn ich nur mal was sehen würde. Ich sehe hier gar nichts, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Wir fahren wieder hoch, da wo wir eben runtergekommen sind. Immer ein bisschen Gas. Jetzt können wir es ja mal ohne hinteren Anlieger. Plus 50 Erfahrungspunkte, 400 Kilometer während der freien Fahrt. Schön, schön.
ich bin recht fix an den Dingern. Wie ein normaler PKW. So. Ja, wie so eine Bedenke, so, ey. Krass. Aber man kann auch mit dem Ding echt gut fahren. Ist richtig übel. Oh, hier ist nicht so viel erlaubt. Ich hab nicht gesehen, wie viel leider. Wahrscheinlich nur 50. Ja, so, wir sind auch schon bald wieder am Ende, habe ich so das Gefühl. Die Zeit sagt, wir sind bald durch. Ja. Das ist es. Man vergisst immer die Zeit. Ich kann hier nicht so lange anfangen. Wow. Leute, was macht ihr denn? Oh, wir müssen hier rum. So, dann da vorne ist Bratislava mit einem Fragezeichen auch schon. Cool. Erster Aufenthalt.